Und ja, nicht gesehen da oben. So einen kleinen Flitzer. Den Ball spielt er raus. Bringen wir mal rein. Gucken wir mal, was wir da machen können. Am aufstellungsmäßigsten. Habe ich auch noch nicht gespielt, die 3-4-1-2. Können wir eigentlich mal versuchen. So, Verratti. Ja, auch hinten bleiben bei Angriffen, genau. Konservatives Abfangen, Mitte abdecken, ist klar. Und Herrera auch hinten bleiben bei Angriffen. Konservatives Abfangen wieder und Mitte abdecken. So, das soll es gewesen sein. Bringen wir mal rein. Schauen wir mal, was geht in der 3-4-1-2 mit Paris. Da sind wir auch schon. Falls du neu bist, kannst du jetzt gerne den Kanal abonnieren. Ah, da wollte ich nochmal ein Roulette machen. Hat nicht funktioniert. Tja, Loris, Junge. Hat er mich einmal umgehauen, würde ich sagen. Da oben oder rum, ne? Den lassen wir uns natürlich nicht nehmen. Oh, hab ich gar nicht gesehen da oben. Okay, Flitzer. Ah! Ja moin, Alter. Ich stehe doch da mit meinem Spieler. Ah, Mann, Alter, ich war doch dazwischen. Warum hat er jetzt den anderen nicht verholt? Was, Alter? Sau stark gemacht von mir und dann so weit. Ja, moin, Alter. Als wenn das so funktionieren würde, halt. Na, fuck, Alter. Oh. Scheiße. So, Test Nummer 2 mit der Aufstellung 3, 4, 1, 2. Was für ein Pass, Alter! Den muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Leute. Ja, war wieder mein Fehler. Ja, fuck, ich hab gedacht, der wechselt nochmal zur anderen Seite. Ich hab den Torwart nämlich rüber geschoben. Gemacht, Alter. Fuck, ey. War eben zu schnell gewesen. Mein Kopf schneller geschalten, wie das, was ich machen wollte. In der Tat. Ihr seht auf jeden Fall, es geht mit der 3. 4, 1, 2. Es geht. Aber jetzt haben wir ein Spiel verloren, eh gewonnen. Eins machen wir noch. Aber gut gemacht. Darauf war ich gewartet.
Da war nochmal schön geredet. Mensch, hätte er ruhig halten können hier. Tut wahr, Junge. Boah, Junge, schön gespielt. Eingeschlagen. Eingeschlagen das Ding. Keine Chance, Nebel. 20. Und ich habe noch ein bisschen rumgehackt. Ist auch real. Fakt ist, mit Paris kann man in dieser Aufstellung spielen, Leute. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Schluss. Beim nächsten Mal suchen wir uns wieder eine andere Mannschaft. Ich glaube, ich sollte mal eine ganz andere Aufstellung spielen. Vielleicht spiele ich nochmal die 3-5-2. Oder was komplett anderes. Vielleicht mal mit 5er-Kette hinten. Damit ihr euch auch mal sowas anschauen könnt. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Immer dran denken, schön anständig bleiben. Haut rein.